Yo Guys, grüßt euch und willkommen zu einem weiteren Video hier bei Pokémon Masters. Ja, ich werde mein Glück mal versuchen und den neuen Banner zu ziehen mit drei Versuchen. Ne, drei Versuchen, also das wäre Free to Play. Ich hätte hier drei Versuche, sogar eigentlich vier. Dann müsste ich aber noch eine Quest machen, beziehungsweise noch ein paar Gefährten abholen. Aber ich sag mal so, manchmal soll man das Luck mal ein bisschen provozieren. Deswegen gehen wir mal in den Laden rein. Und holen wir uns mal das Individuen ab. So, ich werde wahrscheinlich, Freunde, vielleicht mal den Banner nochmal so ziehen mit ein bisschen Cash Money. Aber mal gucken. Erstmal so provozieren. Ein bisschen provozieren. Das denke ich mir nicht verkehrt. Let's go, number one. Weil Individuen, muss ich sagen, ist ein sehr starker Supporter, Guys. Den man auf jeden Fall vielleicht nicht vermissen sollte in sein Team halt. Ne, dementsprechend, ja. Gucken wir mal, ob wir was ziehen. Es wäre geil, wenn ich eine Antenne ziehen würde jetzt hier direkt, aber mein Luck ist jetzt erstmal bei ihr. Boah, im letzten Video habe ich sie dreimal gezogen, Guys, oder? Dreimal habe ich sie gezogen und jetzt schon wieder. Alter Schwede, was ist mit diesem Viech los? Das verfolgt mich richtig. So, nächster Banner. Nächste Juwelen gehen raus. Was kriege ich, Freunde? Wird das ein Rotom mit Antenne sein? Dann können wir natürlich schon mal hypen, aber nicht zu krass. Ne? Mal gucken. Ich hatte lange noch keine Antenne gehabt, muss ich sagen. Eigentlich nur ein einziges Mal, glaube ich. Oder zweimal? Bin mir jetzt nicht mal so sicher. Auf jeden Fall nicht so oft. So, wieder keine Antenne, leider. Aber das heißt ja nichts. Das kann ja auch... Oh, den habe ich noch nicht. Den habe ich noch nicht. Eugen mit Meistergriff am Start. Ist was Neues. Hat sich schon mal gelohnt. Not bad. Muss ich mir mal genauer anschauen demnächst. So, Last Run, Guys. Für Individuen. Let's go. Jetzt. Glaub an das Herz der Karten. Hier wäre das. Glaub an die Juwelen. Also, auf geht's. Mal gucken, ob wir es kriegen. So. Gewinn, gewinn, gewinn. Also, schon wieder keine Antenne. Leider keine Antenne. Aber vielleicht... Ohne Antenne? Individuen, maybe jetzt, Freunde, und? Brutalander. Ne, nicht Brutalander. Fast Brutalander, aber ne. Ja, leider nicht, Guys. Leider nicht. Im Free-to-Play-Run habe ich es nicht bekommen. Nicht so schlimm. Vielleicht mal Schnochen Booster-Opening demnächst, wenn ich halt noch ein bisschen sammle oder so. Mal gucken. Ich muss sagen, dass ich, dass das Pokémon jetzt für mich jetzt nicht so krass, ja... Also, ich will es schon haben, so ist das nicht. Es ist ein gutes Poké, aber es eilt nicht, weil ich kann es eh nicht entwickeln. Ne? Diese Steine, die man dann kriegen kann, die kriegst du erst in ein paar Tagen. Ich guck mal gerade. Ah, ne, stimmt, das kann ich ja nicht mal sehen. Das kann ich leider nicht mal sehen. Weil ich dachte, mit dem Trainings-Event Pflanze würde man auch Steine kriegen, aber kriegst du leider nicht. Das ist ein bisschen enttäuschend. Das heißt, man muss warten. Die einzigen Steine, die man kriegen kann, sind die hier. Die könnte ich theoretisch eigentlich schon kaufen. Weil einmal brauche ich das ja natürlich. Aber ich sehe keine anderen Steine leider. Das ist so ein bisschen das Problem, wo ich sagen muss, müssen wir mal gucken, müssen wir gucken. So, Guys, das war jetzt der Free-to-Play-Run. Ich mache jetzt erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann gleich mit den Pay-to-Win-Run. Und mal gucken, ob wir es dann, sage ich mal, ziehen werden. Also, Guys, bleibt dran. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Also, Guys, das war jetzt, sag ich mal, mit den drei Dinger nix. Wie gesagt, man kriegt halt täglich Juwelen. Aber ich will natürlich mit euch zusammen ja ein bisschen Gas geben, Freunde. Und denkt dran, eine Info nochmal kurz. Diese Woche werden zwar auf YouTube ein paar Folgen von Pokémon Masters und so ein Kram kommen. Ich bin aber so richtig wieder aktiv am Start im Livestream mit Pokémon Master nächste Woche. Also nächste Woche bin ich dann wirklich wieder am Start ab Montag. Diese Woche keine Livestreams im Pokémon Master Bereich mehr. Aber auf YouTube findet ihr das eine oder andere Video, Freunde. So, dann rasten wir mal aus. Wir gehen in den Laden rein und holen uns mal Individuen ab, würde ich mal sagen, oder? Individuen abholen, zum Mitnehmen. Ab geht's, gib ihn. So, wir fangen mit einer Multi an. Ja, oder warte mal, wir fangen mit einem Tagesangebot erstmal an. Einfach mal ein Tagesangebot erstmal schnitzeln. So, kann ja manchmal auch gut ausgehen, bis jetzt... Tagesangebot habe ich nichts Gutes bekommen. Aber gut, so oft war das jetzt auch nicht. Ich glaube zweimal oder so.
Aber mal gucken. Keine Antenne leider. Was ist los, Endivir? Was ist los? Hast du Bock? Gengar-Burg. Not bad. Mein drittes Gengar. Why not? Ein schöner Taktiker. Warum nicht? Nehmen wir gerne mit. So. Ja, nehmen wir mal das Paket jetzt erstmal. So, eine Multi. 2% Geist. Das werden wir, glaube ich, ziehen. Das muss drin sein. So, Battleship. Download und Gibby. Raster aus, mein Freund. Multipower. Antenne ist da. Das heißt, ein Fünfer ist da, Freunde. Wird das denn die wir sein oder was anderes? Das und vieles mehr sehen wir jetzt. Es ist ein Hundemon als erstes. Oh Mann. Wie so ein Hundemon. Das ist doch viel geringer, die Chance. Okay, nächstes. Granbull. Es könnte ja noch sein Fünfer sein, Freunde. Es könnte noch ein Fünfer sein. Schon wieder? Was willst du von mir? So, nächster. Sucukman ist am Start. 5 von 5. Okay. Nächster. Bibor. Uninteressant. Nächster. Come on, come on. Okay, der ist nicht schlecht, dass man den auf 5-5 jetzt hat. Not bad. Nächster. Oh, Brutalander. Jetzt ist wirklich Brutalander. Okay, guys. Nächster. Ach nee. Was willst du von mir? Okay, ich glaube letzter, oder? Oh, noch ein Voldorok. 2-5er, die ich schon habe, anstatt in die wir. Oh, ich gehe kaputt. So. Okay. Voltoball auch am Start. Okay, was soll ich dazu sagen, Guys? Ich habe alle. Ne? Und krieg zwei doppelte Fünfer. Puh. Not bad, muss ich sagen. Man soll sich nicht beschweren, weil pusht man immerhin auf. So. Ne, noch eine Multi kriegen wir nicht gezündet. Aber einzelne. Ah, das ist ärgerlich, Mann. Zwei doppelte, Guys. Zwei doppelte einfach mal rausgesnackt. Das wird eine große Reise mit Endivir sein. Aber gut, dann werden wir das gute Viech demnächst ein bisschen fokussieren. Und dann kann es durchaus vielleicht noch kommen. Egal, wir haben noch ein paar Coins, die hauen wir noch raus. Ah, schon wieder er. Mann, was willst du von mir? Ich hab dich schon, mein Freund. Ne? Dich hab ich schon. So. Aber glaubt an das Herz der Juwelen. Und vielleicht kann es sein, dass hinter diesem Porifon ein weiterer Fünfer sich versteckt. Maybe, maybe, Guys. 2% ist da. Und wir haben zweimal was anderes gezündet. Schon mega lustig. Okay. Ich geh. Ey, Kader, was ist hier los? Was willst du von mir? What the fuck? Okay, next. No comment. Ne, no Kommentar. Weiter geht's, Freunde. Ne, weiter geht's. So, es gibt so viele Pokés und ich ziehe ihn halt jedes Mal. Irgendwie scheinbar ist das ein neues Main-Pokémon. So, okay, Guys. Next. Keine Antenne, aber ich sehe ein. Okay. Leider noch nichts. Leider noch nichts. So, das heißt, ich kann jetzt noch dreimal ziehen, Freunde. Dreimal ziehen. Danach ist erstmal Sense. Und wie es aussieht, ist keine Liebe diesmal am Start. Was natürlich schade ist, aber es gibt Schlimmeres. Oh! Oh ne, halbe Antenne. Was heißt eine halbe Antenne eigentlich? Halbe Antenne heißt, ich hab das noch nicht oder so, ne? Es ist ein Vierer. Heißt halbe Antenne ein Vierer? Das ist eine halbe Antenne gewesen, ne? Ist mir nie aufgefallen vorher. So. Okay, Guys, next Battleship Download und come on, Rotom! Power! Power raste aus! Explodiert! Zeigt mir, wie wir. Oh! Ne, Quatsch, ist es immer so, Antenne. Digga, ich bin jetzt mega verwirrt gerade. Ich. Ne, doch! Vierer, Pinsir. Doch, das heißt Antenne klein, Mittel heißt Vierer. Ich habe jetzt Pinsir bekommen, was auch ziemlich gut ist. Doppeltes Pinsir zu haben, not bad. So, nochmal drauf. So, und let's go. Battleship. Eskalier. Jetzt Fünfer. Nicht. Ja, jetzt nochmal. So, aber es kann doch durchaus sein, dass ich jetzt in die Wii noch kriege halt, ne? Okay. 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 Pyro mit seinem Ponita. Stern 4. So, last run, Guys. Come on, come on, come on. Endivir, zeig mir deine wahre
Kraft, Power, wie auch immer, eskaliere mit dem Last Chip. So. Come on, ey, 2 Fünfer gezogen. Okay, keine Antenne, kein gar nichts. Und jetzt? Sonnenfell. Ich glaube, einen Auftrag habe ich auch schon. Wollte ich gerade sagen, habe ich noch nicht. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Kein Endivium. Noch kein Endivium. Dafür aber 2 weitere Fünfer. Die nicht mal so schlecht sind, Guys, muss ich sagen. Aber gut, so ist das halt im Spiel. Manchmal hat man Luck, manchmal nicht. Ich werde jetzt natürlich die Tage ein bisschen farmen. Vielleicht passiert ein Bug. Und ja, man kriegt irgendwie Juwelen wieder geschenkt. Das wäre auch natürlich fabelhaft. Aber müssen wir schauen, Freunde. Dranbleiben, ein bisschen eskalieren und hoffen, dass ich das früher oder später natürlich kriege. Aber ich muss sagen, es eilt nichts krass. Ich wollte jetzt das Opening nicht jetzt mit 900 Coins gestalten. Das ist irgendwie auch mager. Wenn ich schon ein Opening auf YouTube hochlade, dann soll das natürlich ein bisschen massiv am Eskalieren sein. Und ja, so einmal im Monat werde ich wahrscheinlich, wenn ich das Spiel aktiv spiele, sage ich mal, vielleicht so ein Opening auch rausfetzen. Einmal im Monat mit euch zusammen. Ja, des Weiteren werde ich jetzt einfach mal die Punkte sammeln, sammeln und mir das Endivium mal früher oder später mal holen. 2% ist da, Freunde, mal schauen, ne, mal schauen. Was lustig ist, dass ich wirklich jetzt Fünfer gekriegt habe mit Droprate von 0,8%, ne? Hier Wolverock und Melanie, oder Myla und Melanie, ist schon irgendwie lustig. Aber gut, Guys, ist halt so, ich habe ja gesagt, manchmal hat man Luck, manchmal ein bisschen wenig, deswegen, ja, eskalieren wir beim nächsten Mal vielleicht etwas mehr und vielleicht ziehen wir das gute Ding dann. Also Guys, dranbleiben lohnt sich. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Sack KDS und ciao.